Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chainsymbol 3, der Danny spielt das. Ich habe mit euch heute mal was ganz Verrücktes vor, und zwar möchte ich, dass wir die Hohenzollernbrücke kennenlernen, ob wir vielleicht wirklich dahin können mit dem Zug. Ich werde jetzt mal schauen, ob hier gleich irgendwo ein Zug einfällt, der dorthin fährt. Der fährt nach Koblenz, der fährt nach Lübeck. Wir können ja mal schauen, wie der aufgerüstet ist, ob der schiebt oder zieht. Das kann man ja eigentlich laut Stromabnehmer, zieht der. Jetzt wollen wir nur schauen, wann der abfährt. Vielleicht können wir mit dem schon nach zur Hohenzollernbrücke fahren. Weil ich meine, zu Fuß käme man da nicht hin. Weil der Bereich abgesperrt ist. Beziehungsweise da geht es einfach nicht weiter, weil fährt denn der hier ab? 10.04 Uhr, das ist ja nicht mal allzu lange. IC 2408 Richtung Lübeck. Den könnten wir ja nehmen. Dann warten wir einfach mal ab, ob wir über die Hohenzollernbrücke fahren können. Steigen wir mal ein. So, nehmen wir mal die erste Tür, erste Klasse. Muss ich mal so ein Abteil, würde ich sagen. Und setzen uns dann mal hier auf die Sitze. Was überhaupt geht. Warum? Warum kann ich mich nicht hinsetzen? Was soll denn der Blödsinn? Geht anscheinend nicht. Warum auch immer. Ist doch blöd. Also, kann mich da nicht hinsetzen. Zum Verrecken nicht. Gut, dann nehmen wir so ein Großraumabteil hier. Ist ja jetzt auch nicht das große Problem. So. Das sind alles nur so Abteile. Ich denn auf diese Seite setzen? Ja, Sit in the Sea. Warum ist das eigentlich alles auf Englisch? Na, ist egal. Wundern wir uns nicht. Schauen einfach mal, ob wir hier über die Hohenzollernbrücke fahren können. In gut anderthalb Minuten sollen wir Abfahrt haben. Für die Tür hier zu. Sit in the seat. Sit in the seat. Warum ist das jetzt alles auf Englisch? Nein. Allgemein. Na, steht auch nicht. Hier steht auch nichts von Sprache. Komisch. Naja, lass mal das. Art und Gameplay. Ist alles soweit richtig? Naja. Lass mal das einfach mal so. Aber es ist noch eine gute Minute, bis wir abfahren. Und ja. Bin echt gespannt, ob wir über die Hohenzollernbrücke fahren können. Noch 30 Sekunden. In unserem IC 2408 auf dem Weg nach Lübeck Hauptbahnhof. Noch ein Stück nach vorne gehen. Mal schauen, wie die hier die Türen zugehen. Na, immerhin sind wir pünktlich, muss ich schon sagen. So, wir fahren auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist gut. So, dann bin ich mal gespannt, wie wir jetzt über die Hohenzollernbrücke fahren.
Da ist auf jeden Fall der Dom. Und hier ist hier unten Zollernbrücke. Wir fahren über die. Und das ist das schon. Naja, das ging jetzt schnell. Ich wollte gerade ein Foto machen. Okay. Aber wir sind ja noch nicht fertig. So. Das ist doch mal ein geiles Bild, oder? Wir fahren tatsächlich über die Hohenzollernbrücke. Wunderschön. Wunderschön! Sehr schön. Ich bin ja mal gespannt, wie weit wir kommen. So. Ich denke mal nicht, dass der hier halten wird. So, da ist der Nahverkehr. So, und da fahren wir gleich ins Nichts wahrscheinlich. Da fällt mir was ein. Sollten im Zug stehen. Sonst funktioniert es nicht. Da haben wir nämlich gleich ein Problem. Nämlich genau das. Wenn wir jetzt gesessen hätten, würden wir hier festkleben. Aber da ich mich ja hingestellt habe, können wir uns bewegen. So, müssten jetzt kartenmäßig am Ende sein. Genau. Hier hört das Ganze auf und wenn wir jetzt weiterlaufen, ist dann die Frage, würden wir nach... Die Karte geht gar nicht weiter, also... Jetzt los. Also so. Also wir kommen überhaupt nicht weiter. Wir können die Karte scrollen, aber es geht auf jeden Fall nicht weiter. So, hier ist einfach das Ende und dann mehr gibt es nicht. Es geht wieder oben, unten, rechts, links. Also es ist einfach... Das Stück Strecke, was hier zur Verfügung ist bei diesem Game von DTG und mehr ist einfach nicht zu haben. Kein Leverkusen, kein Düsseldorf, kein gar nichts. Schade eigentlich, aber wir sind immerhin über die Hohenzollernbrücke gefahren. Und es ist auch immerhin schon mal was wert, finde ich. So, jetzt können wir ja versuchen, hier wieder zurückzukommen zum Hauptbahnhof. Das heißt, wir laufen erstmal wieder da zum Kölner Hansaring. Ich glaube, Hansaring wird das sein. Und versuchen da eine S-Bahn oder so zu erwischen, die uns wieder zurück in den Hauptbahnhof bringt. Flugzeuge fliegen übrigens auch noch irgendwo. Ihr hört's. So, warum bin ich denn hier so... Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen klein. Die Bahnsteig und so, das ist alles ein bisschen hoch hier. Sieht irgendwie komisch aus. So, da fällt eine S-Bahn ein. Aber ich möchte ja gerne zurück in den Hauptbahnhof. Das heißt, es würde mich interessieren, ob jetzt hier auch einer einfährt Richtung Hauptbahnhof. Aber irgendwie habe ich überhaupt keine ja, Zugzielanzeiger, nichts dergleichen. Deswegen gehe ich da mal von aus, dass wir hier nicht einsteigen können. Ich glaube nicht, dass hier jemand vorbeikommt, oder? Weiß es aber auch nicht, ehrlich gesagt. Die fahren alle nur raus aus dem Hauptbahnhof. Aber das bringt mir ja nichts. Ich will ja wieder rein. Bin ich denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt runtergefallen? Was soll denn der Scheiß? Ach Leute, was ist denn jetzt hier los? Bin ich auf einmal runtergefallen? Bin durch die Brücke gefallen? Gibt's ja gar nicht. Ist der wieder hochlaufen? Sag bloß, ich kann nicht zu Fuß über die Brücke zurück. Da hält ein IC. Aber den schaffe ich den? Schaffe ich den? Ich falle hier immer runter. Der fährt doch schon weiter. Ich bin irgendwie hier. Oder hält der noch? Der dürfte da nicht halten, an so einem kleinen Bahnhof. Außerdem, Kollege. Achso, okay.
Ich denke mal nicht, dass ich hier irgendwo einsteigen kann. Glaube ich nicht. Fernzüge halten hier nicht, logischerweise. Und Nahverkehr ist, glaube ich, hier nicht in Sicht jetzt in Richtung Hauptbahnhof. Naja, dann laufen wir einfach mal zu Fuß Richtung Hohenzollernbrücke. Und gucken mal, ob wir hier vielleicht noch so ein bisschen Bahnhof erkunden können, hier in Köln. Ich bin mal hier so ein bisschen schauen, was hier so ist. Wenn wir schon mal auf der anderen Seite der Brücke sind, da können wir auch mal schauen, wie weit wir hier kommen. Vielleicht hier mal die Treppe runter. Gucken wir mal, was wir hier so... Ja, wer sagt's denn? Da oben fliegt ein Flugzeug. Gute Reise. Ha! War nicht schlecht. So, dann gucken wir mal. Muss mal so ein bisschen Köln an, würde ich sagen. So, da ist der Rhein. Würde ich jetzt mal ganz stark sagen, ne? Runter kann ich da leider nicht. Gibt es hier eine Treppe? Wieder ein Flugzeug. Irgendwo, irgendwie. Ich sehe aber keins. Da. Fliegt aber sehr langsam. So, komme ich da irgendwie runter zum Rhein? Das würde mich jetzt einmal reizen. Hier drüber kann ich nicht. Kann der springen? Nee. Springen kann der nicht. Das wäre jetzt auch... ja. Laufen wir hier einfach mal unter die Brücke her. So. Da fährt... Das ist doch auch mal eine geile Perspektive, oder? Das mal so zu sehen, das ist, finde ich einfach mega. Da hinten der Dom, was eine Kulisse. Schaut euch das bitte mal an. Ich liebe das. Das ist ja fast spotten hier. Das ist ja wirklich einfach nur mega geil. Da der Dom. Wunderschön. Da der Hauptbahnhof. Köln ist schon eine schöne Stadt, muss man wirklich sagen. Kann man noch erkennen, wo der hinfährt? Ne, leider zu spät. Oder? Ne, ist zu schnell. Kann man nicht erkennen. Schade. Da wieder ein Flugzeug. Aber ich glaube, hier runter zum Strand. Obwohl, da hinten geht's runter. Ihr seht's. Da links geht eine... ein Plateau runter. Hier. Also dann kommt man da praktisch hin, dass du mich. Aber dann bin ich immer noch nicht am Strand. Oder wenn man da weiterläuft. Doch, vielleicht komme ich da runter. Das wäre es jetzt. Ja, wirklich auf den Sand komme, ans Wasser. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob das geht. Wie weit ich überhaupt laufen kann. Wow, bevor ich hier runterfall. So, gehen wir mal da runter. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen baden. Ist ja auch mal was Neues beim TSW. So, dann gehen wir hier mal runter. Gehen wir jetzt absaufen. Jetzt sind wir... Wir sind unter Wasser. Wir sind im Wasser, wir sind unter Wasser. Das gibt's ja gar nicht. Das Wasser ist weg. Dieses Spiel macht mich fertig. Wirklich, das ist der absolute Hammer. An Realität nicht zu überbieten. Das ist ja wirklich 1:1 realistisch, das Spiel. Realistisch. Also wirklich, das ist ja brutal. Die Flugzeuge fliegen sich im... Ja, geforderten Maß... Maße hinterher. Ihr seht's da und dort hinten. Und wir laufen jetzt hier praktisch unter dem Wasser im Rhein durch Köln. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist doch der absolute Hammer. Dort die Hohenzollernbrücke. Ihr seht's, es ist der pure Wahnsinn. Bin ich überhaupt noch in der Karte drin? Nö. Nicht ganz. Es ist der pure Wahnsinn. Wenn ich jetzt noch irgendwie... Mich würde ja interessieren. Aber die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Nach Düsseldorf laufen oder Leverkusen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil die Strecken ja gar nicht... Beziehungsweise die Bahnhöfe wahrscheinlich gar nicht gibt. Und man würde einfach nur... Ja,
Im Kreis laufen wahrscheinlich, endlos auf der Karte umherirren und nirgendwo ankommen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wir laufen hier quer durch den Rhein. Es ist der absolute Hammer. Frei fröhlich, unter Wasser. Wobei ich sagen muss, es ist ja gar kein Wasser mehr da. Ja. So kann man sich das auch schön machen, ne? Warum braucht man nicht über die Brücke laufen? Man läuft einfach durch den Rhein. Es ist der pure Wahnsinn. Genau, es läuten auch noch die Glocken. Ach, es ist zu schön, um wahr zu sein, wirklich. Ich liebe dieses Spiel. Jetzt laufen wir wieder hoch. Das Wasser ist wieder da. So, sind wir einmal quer über den Rhein gelaufen. Beziehungsweise nicht über den Rhein. Ja, durch den Rhein, unter dem Rhein, wie auch immer. Gehen wir hier mal wieder hoch. Die Autos schweben in der Luft. Ihr seht, dieses Spiel ist der brutale Wahnsinn. Ach, guck mal, die steigen. Da hinten ist die Rampe. Seht ihr es? Die kommen. Die werden wir einfach dahin gebeamt und dann geht's auf in die Lüfte. Schaut euch das bitte an. Das ist der pure Wahnsinn, oder? Das glaubt ihr doch kein Mensch. Das ist ja. Guckt euch das an jetzt bitte. Wie der aufsteigt. Wie ein Flugzeug. Ja, Wahnsinn. Die fliegenden Autos. TSW macht's vor, wie es in Zukunft bei uns aussieht. Fliegende Autos, genau. Ach, die Räder drehen sich auch noch in der Luft. Es ist so geil, ehrlich. Bei dem auch? Jawohl. Weil es so schön ist, gucken wir uns das noch einmal an. Der pure Wahnsinn. Ich kann übrigens nicht weiterlaufen in die Richtung. Ich muss hier lang laufen. Nee, auch nicht. Geht ja gar nicht. Was ist denn jetzt? Warum klebe ich ihn fest? Was ist denn jetzt los? Ich klebe fest. Ich kann nichts mehr machen. Scheiße, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Hallo, ich will laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Es ist vorbei. Ich kann nicht mehr laufen. Ist ja Wahnsinn. Es ist ja absolute Wahnsinn. Jetzt stecke ich fest. Ich klebe fest. Warum auch immer. Mitten auf der Straße. Ja, Leute, ich muss dieses Video leider hier an dieser Stelle beenden. Ich hätte gern noch hier die Hohenzollernbrücke erkundet. Aber wisst ihr was? Das machen wir ganz anders. Das machen wir ganz anders. Das machen wir ganz anders. Ja, möchte ich. Dann machen wir das halt so. Ich war da festgeklebt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen auf einmal. Also da gehe ich nicht mehr hin. Aber ihr habt es gesehen, ne? Autos schweben in der Luft. Wir können durchs Wasser laufen. Es ist der pure Wahnsinn. So, dann laufen wir jetzt mal zu Fuß zur Hohenzollernbrücke. Gucken wir mal, ob wir zu Fuß da überhaupt hinkommen. Wir haben gesehen, mit dem Zug geht's. Das haben wir ja vorhin ausprobiert. Zwar nicht allzu weit, aber ja, wir sind auf jeden Fall bis zur nächsten Station gekommen. Und jetzt möchte ich mal wirklich gucken, ob wir da zu Fuß hinkommen. Ob wir praktisch da als Fußgänger langlaufen können. Oder ob das wirklich, ob das gar nicht möglich ist. Wir laufen hier natürlich auf den Gleisen, was nicht unbedingt erlaubt ist. Aber ja. Solange wir noch nicht 10:04 Uhr haben, passiert nichts. Aber hier ist die Brücke. Hier ist irgendwas, was irgendwas abgesperrtes, was auch immer das sein mag. Ihr könnt ja selber mal raten, was das sein kann. Ich weiß es persönlich nicht. Hier geht es auf jeden Fall nicht runter. Da sind noch Fahrräder abgestellt. Ja, weiter komme ich jetzt hier auch nicht. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie zu Fuß noch. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Dann laufen wir mal hier rum. Ne, zu Fuß komme ich da nicht lang. Da ist der Bereich auf jeden Fall abgesperrt. Also zu Fuß kommt man nicht über die Brücke. Es geht nur mit dem Zug, weil man dann hier in dem Bereich ja, der Schriftzug kommt, dass die Sitzung zu Ende ist. Und dann fährt man noch ein Stück mit dem Zug weiter bis da vorne, wo die Gleise aufhören, beziehungsweise auch die Karte aufhört. Und dann hat sich das Thema. Also zu Fuß kommt man hier definitiv nicht weiter. Das ist auf jeden Fall Fakt. Auch nicht hier auf den Fußweg da. Hier gibt es ja diesen Fußweg. Aber da kommt man auch nicht lang. So, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt.
Also naja, ich komme da auf jeden Fall nicht weiter. Also zu Fuß können wir das leider nicht erkunden. Ja, soll ich sagen, ne? Ich denke mal, wir haben den Kölner Hauptbahnhof genug erkundet. Hier komme ich auch irgendwie gar nicht weiter. Warum auch immer Richtung Hauptbahnhof? Naja. Ich kann nur in diese Richtung. Und wieder mal gucken, ob wir noch ein kleines Szenario haben, was wir jetzt auf der Schnelle fahren können. Der IC macht sich gleich auf den Weg, der hat noch eine Minute. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir auf der Schnelle jetzt annehmen können. Manchmal sind da hier so Szenarien an der Seite versteckt, die man dann, wo man einfach drauflaufen kann und dann kann man das Szenario annehmen. Der fährt auf jeden Fall nach Frankfurt, der IC. Der ICE 13 um 10.14 Uhr fährt er ein. Aber Koblenz, egal, ja, Frankfurt, Minden. Aber das dauert noch so lange. Dann machen wir was anders. Dann machen wir was ganz anders. Ihr seht mich gleich wieder. Ein Moment. So, da bin ich wieder zurück. Und zwar diesmal ein bisschen vorgespült in der Zeit. 10.10 Uhr. Denn ich möchte gucken, ob wir mit dem ICE, der ja hier gleich einfährt, um 10.14 Uhr nach Koblenz fahren können. Beziehungsweise Frankfurt. Also bis nach Koblenz auf jeden Fall. So, der RE8, der müsste ja allerdings weg sein. So, der hat Verspätung 9 Minuten. Ja, dann ist aber trotzdem jetzt schon zu spät. War 10 Uhr und wir haben 10.10 Uhr. Ja, das ist immer noch zu spät. Hier fährt gleich eine IC 2049. Ja, der fährt auf jeden Fall in die falsche Richtung. Laufen wir hier mal drüber. Verbotenerweise, wir sind Bahnmitarbeiter, wir dürfen das. So, hier müsste jetzt gleich der ICE einfahren. Richtung Frankfurt. Nämlich hier. Der ICE 13 über Siegburg, Bonn, Montabaur, Limburg und so weiter. Frankfurt am Main Flughafen wahrscheinlich oder Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Der müsste jetzt gleich hier auftauchen. Da ist der RE8, wetten. Ist das der RE8? Ne, RE9. Der RE8 hat immer noch Verspätung. Schon 2 Minuten über seine zweite Zeit. Da kommt der, kommt ein IC. So, ICE 13 müsste er jetzt auch gleich einfahren. Ich denke mal, so in 2 Minuten wird er hier sein. So, das ist der IC. Der IC 16 ist es nicht. Dann ist es der IC 205. Ja. IC 205. So, das ist der RE 9. Jetzt müsste auch gleich der ICE einfahren. Auf dem Weg nach Frankfurt. Er müsste nämlich von dieser Seite kommen. Kann man denn da schon was erkennen? Ja, da kommt ein Nahverkehrszug auf jeden Fall reingefahren. Ihr seht's. Aber ICE-mäßig kann ich da jetzt noch nichts deuten, dass da irgendwas in der Nähe ist. Also gar nichts. Da ist noch, da fährt der Quietschi ab. Also ICE-mäßig tut sich da noch nichts. Werden wir noch ein bisschen warten müssen. Aber vielleicht hat er auch Verspätung. Ist bis jetzt noch nichts angezeigt, oder? Hat er Verspätung? Nee. Soll um 10.14 Uhr hier Abfahrt haben. Beziehungsweise eintreffen. Das wird die Eintreffzeit, ne? Also 10.14 Uhr hat dann auf jeden Fall noch eine Minute Zeit. Auf jeden Fall noch nicht zu erkennen. Naja, Minute hat er noch, nicht mal mehr. Vielleicht kommt er auch später. Bin gespannt, welcher ICE das ist. Einer oder Dreier.
Vor allem bin ich gespannt, ob der pünktlich ist. Unser ICE nach Frankfurt. Übrigens auch ein sehr, sehr schöner Spotterort. Ein sehr, sehr schöner Bahnhof, kann ich nur empfehlen. Also ich war ja da gewesen, ihr seht es auf meinem Kanal. Muss ich wirklich sagen, also ein sehr, sehr schöner Bahnhof. Richtig toll zum Film, auch weil es ein Kopfbahnhof ist. Absolut genial. Und der Kölner Bahnhof sowieso, ihr wisst Bescheid, habe ich ja auch schon, bin ich ja auch schon da gewesen. Ja, also kann ich beides nur empfehlen. So, und in gut einer Woche und 2 Tagen geht es für mich endlich wieder auf Tour. Auflösung jetzt kommenden Samstag. Also seid gespannt, wo es hingeht. Und unser ICE hat Verspätung. Nehme ich jetzt einfach mal so wahr. Ach, der kommt von dieser Seite. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, dass ich mich mal umgesehen habe. Aber der müsste ja gleich umdrehen, wenden, weil der fährt über Bonn und Bonn ist nochmal andere Richtung. So, steigen wir einfach mal ein, bevor der hier gleich losfährt. Erste Klasse, selbstverständlich. Und dann setzen wir uns mal... Ja, müssen wir rückwärts fahren, nützt nichts. Ja, setzen wir uns hier mal in den Sitz, geht das? Warum kann ich mich denn jetzt hier nicht hinsetzen? Ach, ist das, dann setzen wir uns hier hin. Und dann warten wir einfach mal ab, was passiert. Ob wir wirklich bis Koblenz fahren können oder bis Bonn, das würde mich ja jetzt mal reizen. Zumindest bis Bonn, aber Koblenz fährt der wahrscheinlich gar nicht. Oder? Warten wir einfach mal ab, was passiert. So, wir sollten jetzt gleich mal Abfahrt haben, Kollege. Bist leicht im Verzug. Ich weiß, Führerstand wechseln und so, das dauert alles seine Zeit, da habe ich absolutes Verständnis für. Deswegen, so, es werden die Türen geschlossen. Das sieht man da übrigens ganz gut. Ich liebe das ja. So, Türen sind geschlossen. Da müsste sich der Zeiger jetzt gleich bewegen, oder? Sieht man das nicht? Knöpfe werden wie von Geistern gedrückt. Ihr habt es gesehen. So, lass fliegen, Kollege. Komm schon, wir haben es eilig. Hast du da auch ein AP0 oder was ist los? Bordbistro schon offen. Oh, ich mal auf der anderen Seite, ob da überhaupt jemand drin sitzt. Ah, hier sitzen sie alle. Im Bordbistro. Na dann, guten Appetit, Kollegen. Ist alles geschlossen hier. Was ist denn das für ein Service, ha? Huh? 10.17 Uhr schon. Türen hat er geschlossen, aber mehr ist auch noch nicht passiert. Sitzt doch keiner drin. Da können wir ja auch nicht losfahren. Komisch alles. Wenn dann HP0 da, könnt ihr das erkennen? Wahrscheinlich warten wir den IC ab, gehe ich mal stark von aus, weil wir haben Rot. Ganz klar, ihr seht's. Wahrscheinlich warten wir den IC ab, bis wir dem ein bisschen aus dem Weg sind. Und haben dann gleich HP 2, beziehungsweise haben dann gleich Grün.
würde ich jetzt einfach mal spontan annehmen, dass wir den IC ein bisschen abgewartet haben. Dass es dann gleich jeden Moment umspringen wird. Uhr. Nee. Das ist eine RB. Wollte gerade sagen. Das ist eine RB 27, die dann um 10.35 Uhr hier Einfahrt hat. Auf dem Weg nach Koblenz. So, Kollege, was ist los? Hier ist es zeitig. Jetzt warten wir auch noch die Quietschi ab, deswegen fahren wir nicht. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Ist natürlich voll im Farbig, stimmt. So, jetzt aber, bitteschön. So. Ich schließe schon mal die Tür. Meine Güte. Sollten ja jetzt eigentlich gleich HP grün haben. Warum fahren wir denn jetzt in die Richtung? Wir fahren doch Richtung Bonn. Hallo, du fährst falsch. Ach nee, ist ja gleich wieder Feierabend. Warum fahren wir denn jetzt da lang? Ich dachte, der fährt über Bonn. Das ist doch scheiße. Ach, ich wollte. Das ist doch ein Scheiß. Warum fährst du denn so? Aachen, Köln, Siegburg, Bonn. Frankfurt, Flughafen. Warum fährst du so rum? Bonn ist andersrum. Da machen wir es noch anders. Dann machen wir es noch anders. Da gab es ja diese RB, die um 10.35 Uhr Abfahrt hat. Was ist jetzt? Schaffe ich das? Schauen wir mal. Ich will jetzt halt ein bisschen spurten. Nicht düren. Nicht düren. Och Leute, nicht düren. Warum düren? Sorry, das war jetzt mein Fehler. Ach. Köln Hauptbahnhof. Bitteschön. So, dann warten wir jetzt die RB ab. Müsste ja um 10.35 Uhr abfahren Richtung Koblenz oder nach Koblenz. Hier steht aber keine RB. Abgefahren kann die auch noch nicht sein. So, der ICE ist weg, ist klar. Ja, die RB müsste noch kommen. Ihr seht es, 10.35 Uhr. Müsste jetzt jeden Moment einfahren. Also die fährt auf jeden Fall über Köln Hauptbahnhof, Köln Messe Deutz, Köln Bonn Flughafen. Ist das? Koblenz auf jeden Fall. Der müssen wir ja mitfahren können. Warum der ICE in die Richtung gefahren ist, obwohl er über Bonn fährt, ist mir schleierhaft. Kann ich nicht verstehen. So, was fällt hier noch ein? 11.09 Uhr nach Greifswald. IC 2216. Danach kommt der IC 2312 Hamburg-Altona. Aber die RB hat mal dicke Verspätung.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Tut sich auch nichts. Essen. Ich fährt nach Essen. Da können wir leider nicht mitfahren. Von Köln nach Essen, das ist leider nicht möglich. Schade, schade, schade. Obwohl es den Ort Essen ja gibt, aber wir können nicht von Köln nach Essen fahren. Das ist leider nicht möglich. Aufgrund fehlender Streckenverbindungen. So, da kommt wahrscheinlich jetzt die RB27. Oder? Nee. Nee, überhaupt nicht. Fährt die denn hin? Fährt die vielleicht nach Koblenz? Sinsdorf. Vielleicht können wir mit der auch mitfahren. Bevor ich jetzt hier lange warte. Einfach mal dahin. Die fällt ab. Sehr schön. Macht die mir Platz. Dann müssen wir da mal schnell hingehen, sonst sie gleich vor der Nase wegfährt. So. Ey, ich will da rein. Dann setzen wir uns mal hier hin. Setz dich doch hin. Also manchmal reagierst du auch nicht, ne? Bitte eigentlich die andere Seite sitzen, aber ist egal. Komm, lass was. So, was haben wir jetzt hier? Abfahrt. Hallo. Irgendwie fahren die Züge heute nicht ab, wenn ich als Passagier drin bin. Ich weiß nicht. Uhr. Ach so, der hat es 10:40 Uhr Abfahrt. Okay, das ist die S14 nach. Löwenich? Jüngersdorf, Löwenich, ja. Die S19. Okay, wir haben Abfahrt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in die richtige Richtung fahren. Ach, entscheide ich doch mal. Ich möchte nur wissen, ob wir bis Bonn oder bis Koblenz fahren können. Das möchte ich nur wissen. Aber bis Koblenz fährt ja wahrscheinlich nicht. Der fährt ja nur bis Sinsdorf. Aber ich möchte wenigstens wissen, ob wir unbeschadet dorthin fahren können. Guck mal, die RB27 ist immer noch nicht da. So, jetzt aber. Ab die Post. So, wir fahren auf jeden Fall mal in die richtige Richtung, das ist gut. So, da bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen. Dort steht noch eine 143 abgestellt. Gerüstet sogar. Bis auf die Spitzenlichter. So, das dürfte unser erster Halt sein. Löwenich. Oder was ist das? Oder Hansaring? Ne, Hansaring ist an der Hohenzollernbrücke. Brücke. Das ist Hansaring, doch. Doch, Hansaring.
Hansaring? Steht die irgendwo, wo die als nächstes lang fährt? Nee, schade. Gut, warten wir es einfach mal ab. Doch da. Müngersdorf müsste jetzt kommen. Müngersdorf, Tech, Löwenich, Weiden, Bess und dann Sinddorf. Steht noch ein Hamster abgestellt. Hamsterbacke. Dort hinten stehen noch IC-Wagen, ihr seht's. Wir legen uns hier schön in die Kurve. Fahren hier gleich über die Gleise drüber. Nämlich genau jetzt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da der Fernsehturm, wird das wohl sein? Einfach nur geil, oder? Wunderschön. So, das ist eine etwas längere Fahrt jetzt bis zur nächsten Station Müngersdorf. Da 143 hinten dran. Auch selten. So, das wird Müngersdorf sein. Oder was? Ne, ist das der Löwe nicht? Was war das jetzt? Da steht's, vielleicht kann ich es so erkennen. Irgendwas mit Feld. Könnt ihr das erkennen? Ich leider nicht. Ehrenfeld, Köln-Ehrenfeld ist es. So, so. Ja, dann. Ja, die Leute, die hier wohnen, die kennen sich dann natürlich besser aus, ist klar. So. Ach, was freue ich mich auf unsere Reise, auf unsere nächste Tour. Eine Woche noch, circa. Dann geht's endlich wieder los. Bahn fahren. Ich freue mich da so sehr drauf. Es wird richtig mega. Genauso wie die Kugel hier, ne? Sieht auch echt scharf aus, muss ich schon sagen. So. So, dann werden wir schon wieder langsamer. Dürfte die nächste Station sein. Ist logisch bei S-Bahnen, die Stationen sind nicht allzu weit auseinander entfernt. Oder voneinander entfernt. So, haben wir jetzt wieder links? Jawohl. Sind wir jetzt?
Das ging jetzt zu schnell, das konnte ich nicht erkennen. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Kann sich erkennen. Ist kein Schild. Ja, vielleicht so. Müngersdorf Technologiepark. Wollte ich doch sagen. Irgendwann müssen wir da auch mal ankommen. So, dann setzen wir uns mal wieder auf unseren Platz hier. Warte, die nächsten Halte ab. So. Fahren wir übrigens. Ha, was eine geile Perspektive. Also dem möchte man auch nicht nachts im Dunkeln begegnen, oder? Absolut nicht. So, wir werden langsamer. Das heißt, neuer Halt. Ich würde sagen, wir steigen hier mal aus, weil das Video sonst auch einfach zu lange wird. So, es ist auf jeden Fall möglich, mitzufahren in die Richtung. Das haben wir gemerkt. So, wir sind jetzt hier in... Köln-Löwe nicht. Würde ich sagen, wir machen hier mal Schluss. Schauen uns doch die Ausfahrt des Zuges an. Der jetzt noch vor sich hat. Ach, jetzt ist es umgesprungen. Mach doch. Wien West, Brechen und Horrem. Ja. So, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Aus Köln-Löwenich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch eine schöne restliche Woche. Es ist ja morgen schon Freitag, Gott sei Dank. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.